Zuschauer aus aller Welt hier begrüßen zu dürfen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Ball rollt. Die Spieler sollten jeden Moment aus den Kabinen kommen. Und jetzt das Spiel. Rumänien gegen die Schweiz. Es begrüßt Sie Marco Hagemann und bei mir ist der Fußballexperte Hansi Küpper. Hallo Marco, ich hoffe einfach mal, dass wir beide uns würdig erweisen werden. Denn das, was unten auf dem Rasen gleich passieren wird, da bin ich mir sicher, das ist vom Allerfeinsten. Die Spieler singen die Nationalhymne. So wird sie also aussehen, die Aufstellung der beiden Mannschaften. Es hätte sicherlich bessere Wege gegeben, das Spiel aufzubauen. Nachher ist man aber natürlich immer schlauer, vor allem mit der guten Übersicht von hier oben. Scher. Shaqiri. Lichtsteiner. Shaqiri. Granit Xhaka. Berami. Stocker. Josip Drimic spielt den Ball nach rechts. Maxim. Ab in die Spitze. 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Keine der beiden Mannschaften findet bislang den Weg in eine gefährliche Region. Torrier versucht, die Kugel schnell nach vorn zu hauen. Am Ende wurden sie vom Gegner eingeschnürt und fanden keinen Ausweg mehr. Stocker. Berami. Gut unterbunden, den Ballvortrag. Sie haben den Fehler des Gegners erzwungen, bevor es überhaupt brenzlig werden konnte. Stocker. Berami. Hier ist Josip Drimic. Der kommt richtig lang. Josip Drimic. Granit Xhaka. Und der haut das Ding vor. Ricardo Rodriguez. Inge. Der ist schön durchgekommen. Zieht ab. An Selbstvertrauen hat es ihm noch nie gemangelt. Deshalb hat er einfach draufgehalten. Auch wenn die Aktion diesmal nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Shaqiri. Lichtsteiner. Shaqiri. Das sieht alles ganz nett aus, aber nach vorne passiert halt überhaupt nichts. Das nächste Mal. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Verdammter Pausenpfiff, der kommt wirklich zur falschen Zeit. Die sind im Moment richtig gut drauf, die würden gerne weiterspielen. Keine Tore bis hierhin, 0:0. Warten wir ab, was uns in den zweiten 45 Minuten erwartet. Hälfte 2 ist eröffnet. Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang, auch wenn beide nicht getroffen haben. Die Schlüsselfrage im zweiten Durchgang, wer hält die Konzentration länger aufrecht? Sensationell!
ein klasse Treffer. Was für ein Auftakt in diese zweite Hälfte. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi? Formulieren wir es positiv. Das haben sie schön herausgespielt. Formulieren wir es negativ. Wieso kommt der so frei zum Abschluss? Die Schweiz geht in Führung 1:0. Wir wissen natürlich nicht, was der Trainer ihnen in der Halbzeitpause gesagt hat. Wir wissen nur, es waren definitiv die richtigen Worte. Guter Vorstoß in der Mitte, aber ein bisschen Hilfe könnte er wohl gebrauchen. Berani. Inler mit dem Pass nach vorne. Richtig weit nach vorn geschaufelt. Berami. Scher. Ricardo Rodriguez. Stocker. Weit nach draußen gespielt. Ball vors Tor. Es bleibt beim Versuch. Sie kommen mit dem Ball nicht weiter nach vorn. Die Schweiz nachlässig in der Ballsicherung. 75 Minuten sind vorbei. Ab in die Spitze. Stocker! Das hätte das 2:0 sein müssen. Okay, sie führen immer noch, aber sie wären schon gut beraten, aus diesen Chancen mehr zu machen und die Führung auszubauen. Shaqiri spielt den kurzen Ball. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Rigore mit dem langen Pass in die Spitze. Starker Pass und fantastisch von Josip Drimić. Damit machen sie einen Riesensatz in Richtung Erfolgserlebnis. Sie hatten doch den Ball. Sie hätten das Spiel beruhigen können. Sie hätten in Ruhe aufbauen können. Stattdessen der Ballverlust. Und dann die Strafe, die auf dem Fuße folgt. Und damit steht's 2:0. Wieder mal richtig gut verteidigt. Stocker. Da treibt er den Ball weit vor. Weit nach vorn gespielt. Ist das ein langer Ball? Maxim. Sauber verteidigt. Er spielt die Kugel rüber nach rechts. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Rumänien hat sich wirklich reingehauen, aber das ersehnte Resultat ist ausgeblieben. Und am Ende zählt eben immer nur das Ergebnis. Da bin ich mir ziemlich sicher.